Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! Selbstverständlich muss es in einer Demokratie gewährleistet sein, dass die Parteien, aber vor allem eben auch die vielen ja ehrenamtlichen Wahlkampfhelferinnen und Wahlkampfhelfer eben ohne Angst vor Übergriffen für ihre Ziele werben und eben auch ihrem Auftrag als Partei an der politischen Willensbildung der Bevölkerung mitzuwirken eben auch nachkommen können. Und ich möchte hier noch mal an einen Vorfall erinnern, der uns, glaube ich, alle vor 2 Jahren sehr geschockt hat. Und das war der Übergriff auf Henriette Reker in Köln, als sie als Oberbürgermeisterkandidatin zusammen mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern ja von einem Rechtsextremen angegriffen wurden. Und ich glaube, dass damals dieser Übergriff auf Henriette Reker eben auch ein Ausdruck war des zunehmenden Hasses und der gesellschaftlichen Polarisierung, die wir ja schon 2015 auch wahrnehmen mussten in unserer Gesellschaft. Und ich finde, dass gerade deshalb der Versuch der AfD, sich hier als Opfer zu inszenieren, als die Partei, die angeblich als einzige hier irgendwie angegriffen wird, deren Plakate zerstört werden, dieser Versuch der Inszenierung ist aus meiner Sicht grandios gescheitert. Sie haben es ja auch schon in Berlin versucht, da haben Sie ja den Antrag auch schon eingebracht. Auch da ist er, finde ich, zu Recht eben auch abgelehnt worden von den anderen Fraktionen. Und ich möchte hier schon noch mal auf eins hinweisen. Ich finde, dass die AfD doch maßgeblich zu dieser gesellschaftlichen Polarisierung, wie wir sie momentan auch erleben, ja beigetragen hat. Und sie ist, wie ich gerade schon sagte, eben auch nicht allein von Übergriffen, von zerstörten Plakaten betroffen. Da gibt es viele Berichte auch aus anderen Bundesländern, von unseren Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir auch im Austausch stehen, aber eben auch aus Nordrhein-Westfalen. Und ja, selbstverständlich sind die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, solchen Straftaten nachzugehen, und das tun sie auch. Und insofern ist Ihr Antrag einfach völlig daneben und unbegründet. Und wir brauchen gerade diese Strafverfolgung. Wir brauchen keine Dokumentationsstelle, die dokumentiert. Wir brauchen die Strafverfolgung, und es muss natürlich geahndet werden, wenn entsprechende Bedrohungen ausgesprochen werden. Aber ich finde auch Ihre alleinige Fokussierung von Gewalt gegen Wahlkampfhelferinnen und Wahlkampfhelfern und Kandidatinnen und Kandidaten, also Personen aus den politischen Parteien, finde ich falsch. Denn wenn man sich noch mal anguckt, wer ist denn eigentlich in diesem Land vor allen Dingen von politischen motivierter Kriminalität betroffen. Das sind doch Personen, die betroffen sind außerhalb des Kontexts des Wahlkampfes. Und ich frage ja regelmäßig auch die Straftaten zur politisch motivierten Kriminalität im Bereich Rechtsextremismus ab. Und da wird ganz deutlich, dass die Opfer eben diejenigen sind, die gesellschaftliche Minderheiten sind, die jederzeit und eben nicht nur am Wahlkampfstand zu Opfern werden, sondern jederzeit diskriminiert werden und eben auch Sorge haben müssen, dass sie angegriffen werden. Und ich finde, darüber müssen wir sprechen. Mir ist schon klar, dass Sie das nicht wollen, aber ich finde, das müssten wir eigentlich. Werden wir dann vielleicht in der Überweisung in den Ausschüssen machen. Den Antrag an sich werden wir aber ablehnen. Kollegin Schäfer, es gab dem Mund schon eine Zwischenfrage. Wollen Sie die noch zulassen? Nö, ehrlich gesagt nicht. Wir werden die Beratung hier im Ausschuss dann auch noch haben. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für